Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day- und Swing-Training-Sektion der Formationstrader am Donnerstag, dem 19. Februar 2015 und der Blick auf den DAX, der aktuell bei 10.935 Punkten oder minus 0,25 Prozentpunkte markiert, notiert. Wir hatten zwischenzeitlich ein Tief bei 10.870 Punkten, also minus 0,7 Prozent, aber die Bullen kamen relativ rasch und relativ stark zurück und machten diese bullische Bewegung innerhalb von 10, 15 Minuten. Können wir uns gleich in aller Seelenruhe anschauen. Eine Sache vorweg, jemand hat mir eine Mail geschrieben und mich gefragt, warum ich hier ein blaues Rechteck eingezeichnet habe und ob ich damit sagen möchte, dass der DAX hier entsprechend bis zum April seitwärts laufen wird. Nein, darum ging es mir seinerzeit nicht, sondern es ging mir darum, so wie hier, Hauptbewegung, Konsolidierung und dass am Ende der Konsolidierung die Bewegung in Richtung der vorherigen Hauptbewegung fortgesetzt werden sollte, dass wir so etwas Ähnliches auch hier haben. Hauptbewegung, Konsolidierung und dass es eher wahrscheinlich ist, dass der Markt dann wieder in Richtung der vorherigen Hauptbewegung das fortsetzen sollte. In 75-80% der Zeit in einem Trendmarkt wird die Konsolidierung in Richtung der vorherigen Bewegung fortgesetzt. Und worum es mir hier ebenfalls ging, ist, dass wir einen sehr bullischen Markt haben und ein solcher Markt muss sehr bullisch sein, wenn er vom 6. Januar bis zum 3. Februar von 9.400 auf 11.000 Punkte steigt. Er muss aber auch überkauft sein. Und sehr bullische und sehr überkaufte Märkte, da einigen sich meistens die Marktteilnehmer darauf, dass sie sagen, okay, pass auf, wir konsolidieren jetzt nicht über den Preis, sondern wir konsolidieren über die Zeit. Und das ist das, was ich Ihnen seinerzeit, als ich dieses Rechteck eingezeichnet habe, versucht habe zu erklären. Erstens. Zweitens, wenn wir hier zum Tagesgeschäft zurückkommen, ich hatte Ihnen gestern gesagt, dass es A, eher unwahrscheinlich ist und B, auch nicht so hilfreich wäre, rein technisch gesprochen, wenn der Markt heute, also gestern, direkt über die 11.000 gehen sollte, sondern dass es eher wahrscheinlich ist, dass wir hier noch einmal diese offene Kurslücke, die wir gerissen haben, über den 10-Minuten-Chart am gestrigen Tage, dass wir das nochmal schließen sollten. Haben wir nicht gestern gemacht, haben wir heute Vormittag gemacht. Das war eine erste Unterstützungszone im Bereich von 10.870 bis 10.895. Hätte das nicht gehalten, das heißt, sollte der Markt nochmal zurückkommen und das nicht halten, dann sind die nächsten Zonen der Unterstützung 10.840, Trendkanal über Stunde werde ich Ihnen gleich zeigen. 10.820 ist die 20-Tage-Linie und die horizontale 10.800, die sieht man noch über den Tag. Hatten wir auch hier miteinander darüber gesprochen gehabt, dass das hier eine Unterstützungszone ist. Vielleicht eine Sache nur nochmal aus meiner persönlichen Sicht. Der Markt ist ja politisch. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Wenn wir das einmal kurz ausklammern. Ich persönlich würde in einer solchen Seitwärtsphase, die ja mehr bullisch ist, was wir gerade miteinander besprochen haben, vor allen Dingen, nachdem das hier passiert ist, würde ich persönlich nicht versuchen, diese Bewegung zu traden. Ich würde versuchen, immer in Richtung des übergeordnet kurzfristigen Trends und übergeordneten Trends traden und nicht immer diese Nebenbewegung zu traden. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Es ist auch völlig egal, ob dieser Trade jetzt gut gegangen ist oder nicht. Der Trend, der kurzfristige, tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief. Und deswegen würde ich eher diese Unterstützungen nutzen und da oben hoch traden, wenn die Lücke zu ist, als dass ich versuche jetzt auf Gedeih und Verderb hier runter trade. Das ist aber jetzt keine allgemeingültige Meinung, sondern meine persönliche Trading-Meinung, die ich mit Ihnen teile. Bitte das wirklich differenziert betrachten. Wenn wir uns das Ganze auf Stundenchartbasis anschauen, nochmals, wir werden gleich miteinander über die Verhandlungen in Brüssel, Griechenland, Euro, Finanzgruppe sprechen müssen. Wenn wir uns das hier angucken, bullische Seitwärtskonsolidierung, horizontaler Widerstand 11.000. Falls dieser Trendkanal, den Sie hier sehen, kein Epiphänomen ist, sondern ein echter Trendkanal ist, dann sollte es so sein, dass wenn wir per Stundenschlusskurs die 11.100 signifikant und per Stundenschlusskurs bullisch aufgelöst haben, dann ist das Ziel im Bereich von 11.450. Falls die Bullen die Kraft haben, das, was sie hier einmal gemacht haben, dann auch ein zweites Mal zu machen. Wenn ihnen diese Kraft nicht reicht und wir vorher abdrehen, dann müssen wir irgendwann mal sagen, okay, das wird jetzt ein Keil. Erste Zeichen der Schwäche in einer ganz kleinen Zeiteinheit bedeutet nicht, dass der Markt dann short ist. Das andere, wenn wir nochmal auf den Tag schauen, 20-Tage-Linie, 10.820, horizontal 10.800.
gut unterstützt. Wenn diese Zone nicht hält, was für den heutigen Tag technisch gesprochen unwahrscheinlich ist, also dass sie nicht hält, ist unwahrscheinlich, sie hält, ist wahrscheinlich, dann ist das Ziel 10.660, 10.550. Und nochmals, was ist eigentlich mit Griechenland? Griechenland ist Zünglein an der Waage. Ob der Markt das hier machen will oder ob der Markt das hier machen will. Und je nachdem, wie schlecht die Nachricht auswirkt, ob wir durch die 10.550 durchfallen wollen. Dann sind die Ziele 300 und 10.100. Rein technisch gesprochen ist das hier wahrscheinlicher. Und es wird dann umso wahrscheinlicher, wenn man sich unterschiedliche Indizes und auch die Sektoren anguckt. Die stehen auch alle kurz vorm Ausbruch. Die warten auf die Nachricht, um loszugehen. Könnt ihr jetzt die in den USA die Gesundheitswerte zeigen? Warten Sie, machen wir mal ganz kurz. Also, nee, das ist jetzt Utilities, die sehen schlecht aus. Utilities, Versorger, defensiver Sektor, hatte ich Ihnen auch gezeigt, sieht schlecht aus. Also, das ist jetzt der ETF des Gesundheitssektors. Aufsteigendes Dreieck hat Potenzial. Gut für unsere Biogen-Aktie, zeige ich noch mal ganz kurz etwas. Wenn ich Ihnen zum Beispiel die Gebrauchsgüter zeige, da ist gerade die Wimpelformation bullish aufgelöst worden. Die Consumer Services, da hatten wir miteinander darüber gesprochen, dass die schon früher bullish aufgelöst worden sind. Deswegen hatten wir auch Dollar Tree Store mit schönen 6% auf der bullischen Seite getradet. Ich kann Ihnen Indizes zeigen, die sind alle, jetzt ist ja auch hier wieder eine High-Base-Formation, die sind alle dabei, sehr bullische Formationen zu bilden und eine Fortsetzung zu machen. Einziges Problem im Moment ist, ob die Euro-Finanzgruppe sich mit Griechenland einigen wird. Und der ganz, ganz langen Rede kurzer Sinn, das ist auch der Grund, warum ich aktuell meine Long-Positionen laufen lasse, aber nicht bereit bin, aggressiv hier in diesen Markt additiv reinzugehen. Hätten wir dieses Problem nicht, würde ich den Markt deutlich aggressiver auf der bullischen Seite traden. Haben wir, und deswegen bin ich auch hier aktuell zurückhaltend. Wenn wir nochmal auf Biogen schauen, hatte ich Ihnen gestern gezeigt, weiß ich, will ich nur nochmal ganz kurz, nachdem wir auch jetzt diese Fortsetzung gemacht haben, nochmal die Woche zeigen. Schauen Sie, das ist ja ein Trade für uns über die Woche. Und das hier nochmals, Hauptbewegung, sehr bullische Konsolidierung, unmittelbar von der 400. Wir kommen immer wieder an die 400. Wir hatten besprochen, die 400 nicht so einfach aus dem Weg zu nehmen, aber wenn 420, 440, wahrscheinlicher. Hier lassen wir unsere Position weiterlaufen. Dann haben wir ja SIGs seit geraumer Zeit über unsere Triggerliste bei den Stämmen auf der bullischen Seite. Und man muss sagen, gestern haben wir schöne 3% gemacht. Diese Aktie ist jetzt kein Highflyer, sondern das geht hier alles seinen sozialistischen Gang. 20-Tage-Linie, Pullback, 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 Pullback. Aber deutlich wahrscheinlich, dass wir hier den Widerstand im Bereich von 36 Grad aus dem Weg räumen in Richtung 37 und möglicherweise darüber hinauslaufen. Das, was uns klar sein muss, ist nochmals Griechenland. Aber wir sind hier in einer sehr komfortablen Situation. Und wenn wir uns ebenfalls von unserer Triggerliste, die Comdirect-Bank angucken. Also Comdirect-Bank kommt ja nicht von der Stelle, bricht aus und läuft seitwärts. Sieht nicht so aufregend aus, was so über den Tag passiert. Darf man sich aber nicht täuschen. Man darf da nicht die Geduld verlieren, sondern man muss das gesamte Bild behalten. Das gesamte Bild ist ein aufsteigendes Dreieck. Und der Ausbruch ist mit Volumen zustande gekommen. Und das hier ist eine bullische Seitwärtskonsolidierung. Das Volumen geht in der Konsolidierung zurück. Das ist das, was wir sehen wollen. Die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung in Richtung 9,2, 9,36, deutlich wahrscheinlicher. Und hier werden wir die Position auch weiterlaufen lassen. Für diejenigen, die gerne etwas über die kleinere Zeiteinheit machen wollen, Morphosis, muss man sagen, über die Stunde macht hier so eine Art, ach, das ist der Wochenchart, macht eine Art kleine Trendumkehr. Von der 200-Tage-Linie zeige ich Ihnen gleich. Mit dieser trendbegrenzenden Linie, sollte sie bullisch aufgelöst werden, sind die Ziele 79 bis 80. Wir haben hier also Unterstützung mit der 200-Tage-Linie, wenn der Markt hier nach oben läuft, hier mit diesem Schatten 79,50, das wäre so das Ziel. Das ist aber auch wirklich auf kurzfristiger Basis zu traden. Abschließend ganz kurz noch der Blick auf die deutsche Börse. Die hat ja Zahlen rausgebracht gehabt und wird erstmal abverkaufen, der Markt kommt wieder zurück. Und hier möchte ich Ihnen auch gerne einmal den Wochenchart zeigen. Oder warten Sie nochmal ganz kurz zurück. Lassen Sie nochmal ganz kurz beim Tag bleiben. Ich hätte Ihnen das ja hier gezeigt gehabt, beim Retest. Das war mal eine Krankheitszeit. Hab's nicht angefasst, der Markt ist super gelaufen. Klar gucke ich mir das immer wieder an.
Und ich hätte auch viel, viel, viel mehr Lust, dass der Markt hier in diese Richtung kommt. Aber die Zahlen waren gut. Die Zahlen waren sogar sehr gut. Ob der hier hinkommt, weiß ich nicht. Der größte Fehler, den man macht, ist, der muss doch hierher kommen. Den short ich jetzt hier erstmal runter. Oder zu sagen, auch wenn er jetzt hier ausbricht, das trade ich nicht. Schauen Sie, wenn man sich das hier anguckt, die deutsche Börse läuft ja in einem sehr schönen, aufwärtsgerichteten Trendkanal seit 2012. Und jetzt sind wir per Wochenschlusskurs an der psychologischen 70er-Marke. Und lassen Sie mich mal kurz zurückzoomen. Es ist geraume Zeit her, es ist 2007. Schauen Sie, 70 Unterstützung, 70 Unterstützung, 70 weggebrochen, 70 wieder Widerstand, nachdem es weggebrochen ist und wird ausverkauft. Jetzt sind wir hier. Also wenn der Markt jetzt nicht 2 Wochen, aber 3, 4 Wochen konsolidiert und es schafft, per Wochenschlusskurs diese Zone aus dem Weg zu räumen, dann haben wir auch Potenzial, 75 zu machen. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ja, nee, das geht aber nicht. Also der ist jetzt aus dem, der ist hier ausgebrochen, also muss er zurückkommen. Es kann durchaus sein, dass er nochmal in diesen Kanal reinfällt, aber das kann dann auch in einem halben Jahr sein. Und deswegen darauf achten, der Markt bildet gerade bullische Konsolidierungsformationen bei Aktien. Und wenn die Euro-Finanzgruppe sich mit Griechenland einigt, dann ist eine Fortsetzung deutlich, deutlich wahrscheinlicher, was ja technisch ohnehin aktuell wahrscheinlicher ist. In dem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir selbstverständlich morgen wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe in der Einzelwertesektion. Zudem ist nachher Silvio für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Die Ausgaben zu den Forexes und Rohstoffen von gestern Abend ist auf unserer Seite für Sie da. Und natürlich gibt es heute Abend wieder eine Rohstofftagesausgabe und wieder eine Forex-Ausgabe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.